Was geht ab, Freunde? Willkommen zu meinem kleinen Review-Meinungstalk zu dem neuesten Thor-Film, Love and Thunder. Thor 4 ist jetzt im Kino und ich habe mir das Ganze natürlich direkt im Kino reingezogen, Freunde, und will mit euch ein bisschen über den Film quatschen. Spoilerfrei, keine Sorge, ich werde jetzt nicht spoilern hier in diesem Video. Vielleicht mache ich das auf meinem Zweitkanal. Einige von euch haben das ja schon mitbekommen. Ich habe vor einigen Wochen einen neuen Kanal gestartet. Sorbman heißt das Ganze, oder heißt der Kanal, wo ich mehr über Serien und Filme spreche. Vor kurzem Lightyear oder auch Obi-Wan und so weiter und so fort. Wenn ihr Bock habt, folgt mir da gerne und da werde ich, wie gesagt, ein bisschen mehr drüber quatschen und vielleicht auch dort ein Spoiler-Videos zu dem vierten Thor-Film machen. Mal gucken, wer weiß, mal schauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ansonsten, Freunde, ja, würde ich sagen, wir legen los. Natürlich vorausgesetzt ist Wissen über das MCU bisher, ja, ist klar, aber diesen Film, wie gesagt, Thor 4, werde ich nicht spoilern, ja. Obwohl ich zu den anderen eigentlich gar nicht so viel zu sagen habe, außer vielleicht die anderen Thor-Filme, ja. Gut, ja, ihr habt ja mitbekommen, Freunde, jeder Thor-Film hat ja so seine eigene Stimmung, der erste Thor-Film, den fand ich eigentlich ganz geil. Ich fand ihn echt ganz geil, ist auch, ich mag den eigentlich ganz gerne, immer wieder zu gucken. Und der zweite war ja dann irgendwie wieder ein anderer Ton, so ein bisschen. Den fand ich jetzt nicht so gut wie den ersten und dann kam ja der dritte von Taika Waititi und der ist ja komplett abgedreht. Es ist wirklich komplett ein anderer Thor gewesen. Viele mochten das nicht, einige schon. Ich fand das geil. Ich fand das geil, auch mehr von Hulk zu sehen, obwohl es jetzt unbedingt nicht, also ich weiß nicht, irgendwie Hulk, ich hatte da so ein bisschen meine Probleme, gerade auch mit dem im Endgame, aber in Thor 3 fand ich den eigentlich ganz nice. Vor allen Dingen, dass man ihn ein bisschen mehr gesehen hat, weil wer weiß, ob wir irgendwann mal endlich wieder einen Solo-Hulk-Film bekommen. Keine Ahnung, warum sie sich nicht da einigen können mit Universal. Ich glaube, die haben immer noch die Rechte. Ich glaube, das wird nicht passieren, bis Disney die auch noch den Laden aufkauft. Einfach mal gucken, ob das passiert. Ich weiß, ich verstehe nicht, warum die sich da nicht einigen können, genauso wie Marvel und Disney, ja. Marvel und Sony. Bei Spider-Man, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich den ganz nice. Auch den Humor fand ich cool, weil Taika Waititi, der dreht natürlich komplett ab, ja. Aber auch Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Heißt ja auf Deutsch der Film über so eine Vampir-WG, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, sehr, sehr geil. Den habe ich vorher gesehen schon und wusste dann ungefähr, was mich erwartet bei Thor 3 und das hat mir echt gut gefallen. Wenn ihr aber jetzt jemand seid, der sagt, ey, das war mir zu viel des Guten, hat mir gar nicht gefallen, dieses Überdrehte, dieses nur Lustige, obwohl da sehr viel Scheiße Thor passiert, da hatte ich auch so ein bisschen meine Probleme, weil in Thor 3 passierte mir ja sehr viel Scheiße. Trotzdem ist es die ganze Zeit lustig und direkt in der nächsten Szene auch wieder lustig, obwohl er gerade seinen Vater verloren hat und dies verloren hat und Asgard verloren hat. In der nächsten Szene ist direkt wieder lustig. Wenn euch das abgeschreckt hat in Thor 3, Thor 4 ist nichts für euch. Der dreht noch komplett mehr ab. Also es ist wirklich genau das Gleiche, nur noch mehr. Und was ich auch noch sagen kann, bevor wir jetzt wirklich in den Film reingehen, wenn ihr für Guardians da reingehen wollt, auch das könnt ihr euch sparen, Freunde. Die sind vielleicht 5 Minuten zu sehen oder sowas. Ja, ich will euch nur euch sagen, weil ab und zu passiert das ja, dass da irgendwas Falsches vorgegaukelt wird in Sachen Trailer-Promo. Und das wurde hier auf jeden Fall bei Thor 1, Trailer 1 und 2 sehr viel gemacht. Die sind vielleicht 5 Minuten Screentime-mäßig am Start und dann war es das auch, ja. Also das muss man auch mal erwähnt haben, finde ich persönlich. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Thor 3 geil fandet, dann werdet ihr auf jeden Fall Spaß haben, auch mit Thor 4. Denn, ja, die gehen komplett, die gehen da voll rein in Sachen Jokes und so weiter. Und da sind sehr, sehr viele geile Jokes dabei. Einige sind so ein bisschen zu viel des Guten vielleicht, ja, aber viel, viel Lustiges auf jeden Fall am Start. Was nicht so cool ist, finde ich persönlich, ist die Action dagegen, ja, also Jokes sind cool, ganz cool, aber so die Action, wenn Thor denn gegen diese Monster von Gore, dem Götterschlechter, kämpft oder gegen ihn selbst, natürlich gibt es den finalen Feind, ist ja klar, ist ja ganz Rolle, das kann man ja erwarten, muss ich ganz ehrlich sagen, hat man schon mal ein bisschen besser gesehen, ja. Also hat man schon mal ein bisschen besser gesehen, auch Action von Thor selbst, fand ich ein bisschen besser, schon in anderen Filmen. Aber geht schon klar, ja. Ansonsten, Chris Hemsworth ist natürlich wieder absolut top. Ja, soll ich überhaupt sagen, worum es geht? Also, wie gesagt, viel will ich da nicht so sagen, ohne zu spoilern. Man sieht, dass Gore, der Götterschlechter, also der Film beginnt sogar damit. Es war so lustig, ich bin mit 2, 3 Leuten ins Kino gegangen. Und einer hat dann gefragt, als denn das Ganze losgegangen ist. Und weil der Film beginnt mit Christian Bale als Gore. Und das geht wirklich, die Szene geht vielleicht 5 Minuten oder vielleicht sogar länger. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall hieß es denn so, damals sind wir im richtigen Kino. Das fand ich so lustig, weil die Person hat dann einfach keine Trailer geguckt, was ich auch ganz cool finde, weil viele Trailer heutzutage spoilern ja alles gefühlt. Scheiße, ach so, worum es geht, sorry, ey, ich bin schon wieder so durch, es ist so warm. Auf jeden Fall, ja, geht es darum, dass er, der Götterschlechter, ja nicht ohne Grund so heißt, sondern er findet seinen Grund, alle Götter zu töten, ja, weil ich sag mal, er wurde enttäuscht in dem Sinne, sehr, sehr, sehr krass enttäuscht. Und ist dann ja, in Besitz einer Waffe gekommen, womit er dann Götter töten kann. Und das macht er halt auch und irgendwann muss natürlich jemand einschreiten und das ist natürlich Thor. Nicht nur Thor alleine, sondern auch Natalie Portman als Mighty Thor, ja.
Für die Leute, die sich nur minimal auskennen, wissen, wie das dazu gekommen ist, ja, dass sie dann den Hammer schwingen kann und so weiter und was dann mit ihr los ist. Aber für die Leute, die wirklich gar keine Ahnung haben, will ich jetzt nichts sagen. Da auf jeden Fall nochmal die Empfehlung raus, Freunde, für die Leute, die vielleicht Bock haben, jetzt nach dem Film ein bisschen mehr Comics zu lesen, wo das noch ein bisschen besser, auch ihre Story mit dem, was sie hat und so weiter, ein bisschen besser erzählt wird, kann ich nur Göttin des Donners empfehlen, Jane Foster Thor. Ja, zieht euch die Comics rein, die sind vor kurzem auch nochmal erschienen in so einer Neuauflage bei Panini. Hashtag Werbung, keine Ahnung, ist es Werbung, ich weiß nicht, auf jeden Fall kann ich das auf jeden Fall nur empfehlen. Und sie taucht dann auch auf plötzlich, das haben wir ja auch schon im Trailer gesehen, mit dem alten Mjölnir, der zerstört wurde eigentlich. Und ja, der gute Thor, der kommt irgendwie nicht so klar darauf, ja, weil er natürlich immer noch verliebt ist, immer noch auf der Suche ist, wer ist er eigentlich, was will er eigentlich, weil er hat ja gefühlt eigentlich alles verloren. Der war ja auch am Arsch in Endgame, habt ihr ja gesehen, den halben Film über, weil er irgendwie sicher die Schuld gegeben hat, dass er versagt hat und so weiter. Das haben wir ja schon alles, wisst ihr ja schon. Und auf jeden Fall ist er dann irgendwie so auf der Suche nach sich selbst und sie taucht dann plötzlich auf, aus dem Nichts auf, in dem Kostüm von ihm, mit dem Mjölnir-Hammer und dann denkst du dir, okay, was geht ab? Und dann müssen natürlich beide zusammenarbeiten, um Gore, den Götterschlechter, zu besiegen natürlich. Ja, was soll man sagen? Chris selbst, top. Thor im MCU ist einer meiner absoluten Lieblingsfiguren. Wahrscheinlich schon Top 3, wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich mit Captain America und Iron Man. Das sind so meine, er ist auf jeden Fall mit Top 3 von den Oldschool Avengers, ganz, ganz, mit weitem Abstand sogar. Finde ich sehr, sehr cool. Und es ist unfassbar krass. Also ich denke irgendwie, er ist Thor, so, er macht es perfekt, passt. Natalie Portman als Mighty Thor und auch mit ihrer Story, sage ich mal, finde ich auch ganz gut geschauspielert. Worauf wahrscheinlich die meisten gucken werden natürlich ist, wie krass ist Christian Bale? Ist er denn krass überhaupt in der Rolle oder nicht? Und ich muss ganz ehrlich sagen, boah, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich bin ein riesiger Fan von Christian Bale. Ist einfach einer der krassesten Schauspieler, weil er sich immer volle Kanne da reinhängt. Auch mit Abnehmen und Draufpacken an Kilos und auch dann Muskelmasse und so weiter. Also so krass, dass er sich selber schon schädigt. Und der hat schon sehr, sehr viele geile Filme abgedreht. Und hier, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Weil auf der einen Seite spielt er das sehr krass, weil er ein hartes Schicksal hat und so weiter, was ihm passiert. Und da kann man dann mitfühlen. Aber im Gesamten des Films wirkt es so ein bisschen vielleicht hier und da so ein bisschen rausgezogen, weil er schauspielert unfassbar krass, so richtig theatralisch und setzt da alles rein und alle und viele um ihn herum sind so, yo, ich bin Thor und so, cool und so, ja. Und da gibt es zwar hier und da Szenen, die so schon emotional sind, auch von ihm selbst. Und ich bin da irgendwie so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite krass gespielt und auf der anderen Seite passt es irgendwie so nicht 100% in den Film, finde ich persönlich. Weil auch hier ist wieder das Ding, genauso wie bei Thor 3, es gibt viele lustige Szenen, sehr, sehr viele Szenen, die wichtiger für den Film sind als die traurigen Szenen, weil es gibt auch hier wieder einige Szenen, wo du denkst, oh, das ist schon hart, aber im nächsten Moment gibt es wieder den nächsten Joke. Wie gesagt, wenn ihr Thor 3 nicht mögt, dann werdet ihr Thor 4 jetzt auch nicht mögen. Dann vielleicht lieber warten, bis dann bei Disney Plus draußen ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, Thor 4 hat mir ein bisschen weniger gefallen als der dritte Teil, vielleicht sogar ein bisschen mehr weniger gefallen. Ich weiß nicht ganz genau, denn ich weiß nicht, diese Chemie und dieses Ding zwischen Thor und Hulk fand ich viel lustiger, viel interessanter irgendwie im dritten Teil als jetzt den vierten. Würde ich den empfehlen fürs Kino? Schon, kann man auf jeden Fall machen, aber es wäre jetzt auch kein Verlust, wenn ihr denn einfach wartet, ja. Wenn ihr denn einfach wartet, bis er auf Disney Plus draußen ist. Aber hat schon Spaß gemacht, aber ich fand zum Beispiel jetzt Doctor Strange 2, fand ich besser als Thor 4, Spider-Man ja sowieso und ansonsten so im MCU Phase 4, ja, weiß ich nicht, ist das schon gut dabei, so. Aber Thor 3 fand ich besser und Thor 1 fand ich auch besser, muss ich ganz ehrlich sagen. So, um es jetzt mal vielleicht meine eventuelle irgendwann mal MCU-Tierlist auf meinem Swordman-Kanal zu spoilern. Ich fand ihn gut, hat Spaß gemacht, sehr viele coole Jokes dabei, sehr coole Schauspieler dabei. Und Christian Bale, wie gesagt, irgendwie krass so, wie er da so sich da reinwirft in die Rolle und theatralisch das spielt. Aber wie gesagt, im Kontext des Films ist es wieder irgendwie so ein bisschen, denkt man sich, hier und da vielleicht unpassend, weil dann nicht so 100% würdig umgegangen wird mit dem, was ihm passiert ist, weil das die ganze Zeit eine Comedy ist, ja, also Comedy-Action ein bisschen und wie gesagt, Action fand ich jetzt auch nicht so nice. Russell Crowe als Zeus fand ich cool so, ja, fand ich cool so, der dickliche Zeus so, der einfach so auch komisch synchronisiert wurde, so ein bisschen mit Akzenten und so weiter und ja, ansonsten hat schon Spaß gemacht, auf jeden Fall hat schon Spaß gemacht, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ja, auch zum Ende hin, für mich persönlich ist auch wieder nur mein eigener Geschmack, ich habe da so ein bisschen Probleme mit, vielleicht fand ich ein bisschen zu lang gezogen das Ganze, hätte auch von mir aus mal 20 Minuten kürzer sein können, dann wäre es ein bisschen knackiger erzählt, weil teilweise zieht sich das so ein bisschen,
Aber ja, gut. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Hat schon Spaß gemacht. Hätte es jetzt unbedingt sein müssen fürs Kino? Ich weiß nicht. Nicht unbedingt so, ja. Nicht unbedingt. Und auch das, was passiert, spoilermäßig, so, wie gesagt, ich werde nichts sagen, aber ich habe es erwartet. Keine Ahnung, wie das jemand anders sieht. Vor allem jemand, der gar keine Ahnung hat von den Comics und so weiter. Aber ist jetzt auch nicht so. Ich frage mich wirklich, jetzt mal ernsthaft, vielleicht könnt ihr mir das beantworten. Ich habe da irgendwas jetzt gelesen. Jetzt haben sie den Plan, was wird jetzt eigentlich die große Gefahr und so weiter. Ich weiß nicht, was ist jetzt der große übergezogene Plot oder Story-Plot und so weiter oder Story, die jetzt über die Phase 4 gezogen wird? Was ist es eigentlich? Weil irgendwie ist es nicht standalone genug wie die DC-Filme, die letzten, ja, zum Beispiel Joker oder Batman so, sondern es hängt ja alles irgendwie zusammen, aber irgendwie, auf was läuft das alles hinaus aktuell, ja? Ich weiß nicht, es macht irgendwie Spaß, es ist so diese typische Marvel-Kost, aber erwartet jetzt nichts ultra Großartiges, aber hat schon Spaß gemacht, ja, hat schon Spaß gemacht. Und wie gesagt, ja, Christian Bale, doch, ja, auf jeden Fall gut, auf jeden Fall sehr gut teilweise, aber wie gesagt, so im Kontext des Films, weil es alles lustig ist und er ist so, er könnte auch so in so einem, keine Ahnung, Alter, also wirklich so hart eigentlich spielt er das und alles ist scheiße und alles ist traurig und dann, wie gesagt, in der nächsten Szene gibt es direkt den nächsten Joke. Das ist halt, wenn man darauf nicht steht oder hier und da mal Probleme hat, dann zieht das Ganze vielleicht nicht 100%. Aber wie gesagt, mir hat es Spaß gemacht, kann man auf jeden Fall empfehlen. Aber wie gesagt, ob man da jetzt unbedingt ins Kino muss, ja, ich keine Ahnung. Wenn man sowieso Disney Plus hat und warten kann, ja, wenn man warten kann und nicht sagt, ey, Thor ist der absolute überkrasse Scheiß, ich muss sofort wissen, was da passiert, da kann man, denke ich, auch warten. Aber hat schon Spaß gemacht, ja, auf jeden Fall. So, das war's. Wieder ein bisschen länger gequatscht, als eigentlich muss. Aber egal, Freunde, warum nicht? So, ich danke fürs Zusehen. Wie gesagt, schaut gerne mal beim anderen Kanal, sorgt mir vorbei. Und wenn ihr auf Animes und Mangas steht, dann auch gerne bei Sorbero, ja, da rede ich ein bisschen darüber. So, das war's, wir hören uns. Haut rein und tschüss.